Fangen, werfen und sich gegenseitig beschützen. Mit verschiedenen Spielen lernten die Schüler der Klasse 4b der Grundschule Dürerstraße am Donnerstagmorgen untereinander Konflikte zu lösen. Oliver Hennecke, Vorsitzender des Vereins Respekt, zeigte den Kindern mit verschiedenen Übungen, dass es wichtig ist, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Der Vorsitzende will soziales Verhalten durch Bewegung fördern. Um eine Konfliktlösung zu finden, brauchen die Kinder viel Mut, sagte Oliver Hennecke. Das Ziel, das sich die Kinder mit Olli vorgenommen haben, lautet Selbstbehauptung lernen.